Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Beyond. So, wir haben hier schon was Schönes auf dem Crafting Table. Und zwar Concrete Powder. Davon machen wir jetzt mal glatt 8 Stacks. Dong. So, unsere Option hier läuft. Ja, unser Coke Oven läuft. Und unser Blast Furnace läuft auch. 13 Steel Ingots sind noch nicht viel. Außerdem habe ich hier an dem Blast Furnace einen Tank dran gemacht, der das Creosot-Öl abfängt. Das können wir, glaube ich, später auch noch gebrauchen. Und wir hatten ja gesagt, wir kümmern uns, solange das alles läuft, ein bisschen um alles andere. Und da wir hier Dings wollen. Concrete. Hä? Die haben gesagt, man muss das einfach in Wasser werfen. Aber nicht wie lange. Dann probieren wir es mal mit dem Eimer. So, wir haben hier ja Infinity Water Quells. infinitive Wasserquellen. Hä? Muss das? Wie muss denn das gemacht werden? Wie ihr seht, bereite ich relativ wenig vor. Also ich bin immer live dabei. Ich stelle mich genauso doof an, wie ihr euch vielleicht auch. Hier steht. Moment. Concrete. Hier steht, just add water and you can make your very own concrete. Submerge concrete powder into water by placing it next to water. Or letting it fall into water as a falling block. Das haben wir ja gemacht. Eigentlich. So, jetzt haben wir es definitiv reinfallen lassen. Aha. Okay. Ja, aber das ist ja... Oh, das dauert ja ewig. Also wenn wir das so machen müssen, dauert das ewig. Also dieses Reinfallen wird mir mehr gefallen. Vielleicht geht's bei einem See oder bei einem größeren Ding. Nö, geht nicht. Dann machen wir es mal so. Aber der ist da umständlich. Also ohne Witz jetzt. Oh. Ups. So. Bisschen umständlich, muss ich echt sagen. Da das mit dem Reinwerfen irgendwie nicht klappt. Aber wir haben schon mal ein Stack. Naja, immerhin. Gut, das ist aber vielleicht auch eher eine Offscreen-Geschichte.
ich mache jetzt hier mal. Na, guck, schon wieder verkackt. Gibt's doch nicht! Ich wollte gerade sagen, das kann jetzt nicht sein. So, wir haben jetzt dann zwei Stacks. Das muss erstmal reichen. Damit könnten wir schon ein bisschen was bauen. Denke ich. Wollen wir die noch chiseln? Eigentlich so mal gefragt. Ja, ich glaube, ich nehme den hier. Von dem haben wir hier schon was verbaut. Und der sieht eigentlich recht cool aus. Ich denke auch als Weg. Hier werden wir auf jeden Fall den Weg, der weggeht, so machen. Und da hat irgendjemand einen Block geklaut. So. So, da können wir schon schnell drauf laufen. Vielleicht 2, 3, 4. Weil da kommt ja noch was anderes hin. So, dann brauchen wir Wasser. Und wir haben fast zwei Stacks verbraucht. Das gibt's nicht. Nee, nicht Wasser, sondern Erde. Wir gehen jetzt mal oben rein. Keinen Bock auf die Türe. Da ist Erde. Ne, die brauchen wir noch. Und da ist keine Erde. Also sind wir im Falschen. Hätten wir uns gar den Weg hier sparen können. Wo habe ich denn Erde? Habe ich hier Erde? So, gucken wir mal. Ah, da war Erde und 3. Okay. Besser wie nix. Da ist keine Erde. Und das sollte auch keine sein. Hier ist auch keine. Irgendwo hatte ich doch Erde gebunkert. Kann doch nicht wahr sein. Wo war denn das? Hier auch nicht. Hä? Komisch. So, jetzt müssen wir nur dran denken. Die machen wir mal weg. Und die auch. Das war jetzt sehr doof. Geht gar nicht, wenn da Wasser ist. So, jetzt. Weit kommt man damit natürlich nicht. Zack. Ja, hat nicht so weit gereicht. Aber ich hatte definitiv irgendwo Erde. Das kann doch nicht sein. Hier ist keine. Hier auch nicht. Habe ich die da rein? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, natürlich nicht. Egal. Erde können wir uns ja ganz leicht holen. Und zwar sehr viel.
Wobei ich mich trotzdem frage, wo ich die Erde hin habe. Jupp. Ah, da ist ein Chunk-Fehler. So, wir gehen einfach hier in unsere andere Dimension. Da waren wir schon lange nicht mehr. Und dann haben wir hier ganz viel Erde. Ist auf jeden Fall auch keine. Den hier brauchen wir. Excavator. Und wir crabben uns ja einfach ein bisschen Erde. Da ist ja genug da. Da haben wir ja bis auf den Bedrock nur Erde. Okay. Gut, das muss erstmal reichen. Ist eigentlich auch eine ganze Menge, die wir da jetzt kurz mal geklaut haben. 5 Stacks fast. So. Nase juckt. Waiting for server. Okay, wir sind da. Dann können wir loslegen. Ja, lagging for server. Also, was ich auch gerne von euch wissen würde, ist, habt ihr irgendeinen Server, der gut ist und auch nicht so viel kostet, ja? Wir sind ja zwar 10 Leute auf dem Server. Trotzdem wollen wir, ja. Wir sind keine großen YouTuber, ja, wir kriegen keinen Server gestellt. Außer, ich sag mal, wenn ihr jemanden kennt, der uns einen Server stellen würde, dann auch einfach in die Kommentare. Wäre natürlich, das wäre ultra nice. Aber ich verstehe auch, wenn da manche sagen, aber vielleicht gibt's jemand. Gibt natürlich auch, der wird dann natürlich auch, erwähnt. So nenne ich es jetzt mal. Ja. Diamant. Diamant hier. Und Sticks da. Gibt ein Builder's Wand. Eigentlich muss das da rein. Aber da ist. Doch, da ist noch ein Platz. So. Was habe ich denn hier? Ich habe hier auch nochmal irgendwas rein. Anscheinend nicht. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal hier ein bisschen bauen, weil das andere braucht ja noch ein Stückchen Zeit. Aua. So, natürlich kommt da noch was anderes hin. Natürlich kommt ja hier noch ein Gebäude hin, dann muss ich natürlich den Weg hier wieder unterbrechen. Das ist mir aber relativ egal, im Moment zumindest. 1, 2, 3. Nein, eins zu viel. Ich finde es auch eigentlich recht cool, dass ich nicht alles mit diesem gleichen Brownstone mache. Ja, der ist auch schneller. Aber so ein bisschen Abwechslung kann doch auch nicht schaden, oder?
Cool. Sieht schon mal gut aus. Kein Sand. Müssen wir uns hier welchen klauen? So, Schaufel, Dings, da ist er kaputt. Dann klauen wir uns sowas. So, das reicht ja schon, glaube ich. Will ja hier bloß ein bisschen unterfüttern. Da kommt später wahrscheinlich hier an der Seite sowieso eine Wand hin. So, gut. So far, so gut. Dann müssen wir jetzt noch Wasser. Nee, warte. Eigentlich müssen wir Sandstein noch versetzen. Dann holen wir kurz noch Sandstein. Drei Stacks müssten reichen. Oder? Oder eh nicht. Den hier, den hier, den hier. Die Schaufel brauchen wir, die haben wir. Gut. Und dann haben wir gleich schon den Weg zumindest ein Stückchen erweitert. Was auch so ein bisschen die Dimension zeigt, die ich hier bauen will. Bebauen. Weil das soll schon massiv werden. Ich möchte eigentlich, wenn ich es schaffe, die ganze Wüste bebauen. Ich meine, die ist auch nicht so groß, ja, aber ich habe da noch so ein paar Ideen, was ich da bauen möchte. Warte mal. Müssen wir hier nicht so bauen? Nee, das ist egal, okay. So. Das kriegen wir auf jeden Fall in der Folge noch hin. Wir brauchen auch noch ganz viel Farbe. Und die Kuh da drüben schnaubt. Wir müssen nämlich noch viele Lampen machen und solche Sachen. Und das braucht Farbe. So, wie wir drüben gelernt haben, ist es egal, ob da was ist. So, sieht jetzt natürlich mal bitte auf den ersten Blick schlecht aus. Ich gehe mal auf die Seite. So. Ich habe mir immer noch nicht überlegt, oder ich weiß immer noch nicht, welche Bäume ich da reinmachen will.
Die Birken, die ich da vorne gepflanzt habe, die kommen auf jeden Fall wieder weg, das weiß ich. Hier die doofe Kuh rum, geh doch mal weg. Jetzt gibt es gleich ein ganzes Stück hier. Ups. Noch mal einer. So, jetzt aber. So, hier unser neuer Weg. Ah, da fehlt noch was, genau. Da fehlen noch mal welche. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, doch ich glaube, der Concrete ist ein bisschen schneller. Der müsste schneller sein wie die Brownstone Road. Aber das ist gar nicht so schlimm. Es soll gut aussehen. Aber vielleicht werden wir hier doch noch mal verändern. Aber das soll es jetzt erstmal von dieser Folge gewesen sein. Wir machen jetzt hier noch mal, wie viel? 33 haben wir. Das ist schon mal gut. Machen das jetzt hier noch mal rein. Und dann war es das von dieser Folge. Minecraft Beyond. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Da haben wir noch, oh. Da haben wir die noch rein. Halt da. Weil Sandstein brauchen wir eigentlich relativ oft, aber wir haben nie welchen. Sand. Obwohl wir in der Wüste sind, ja, das ist halt das Makabere daran. Aber so schlimm finde ich das gar nicht. Wir machen uns das einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.